Die aktuelle Korrektur beim DAX hat ganz schön reingehauen. Innerhalb weniger Tage 250 Punkte weniger. Das macht natürlich sich auch bemerkbar im Zertifikate-Depot, das wir uns heute genauer wieder anschauen. Und dazu begrüße ich Thomas Bergmann, Leiter Derivate beim Aktionär. Wir schauen auf sein Depot und wir sehen, dass natürlich jetzt da ein bisschen Federn gelassen werden musste. Ganz generell, Thomas, die Frage, wie beurteilen Sie diese Korrektur? Ist das etwas, wo man sich noch keine Sorgen machen muss? Oder ist diese Heftigkeit doch ein Punkt, wo man schon ein bisschen Angst haben sollte? Ja, hallo erstmal. Ja, 250 Punkte klingt natürlich in absoluten Zahlen ja recht viel. Aber man muss sehen, bei einem DAX-Stand von 10.050 Punkten sind es gerade mal 2,4%. Also das ist jetzt noch nicht besorgniserregend. Was uns schon nicht mehr ganz so gut gefällt, ist, dass der DAX in den letzten Wochen ja ein sogenanntes Dreifach-Top ausgebildet hat, hier im Bereich von 10.030 Zählern, dass wir eben diesen letzten Ausbruch über die 10.000-Punkte-Marke nicht bestätigt haben und wieder nach unten abgeprallt sind. Das ist nicht so schön. Dann haben wir zum einen auch den kurzfristigen, den 6 Monate anhaltenden Aufwärtstrend gebrochen. Wir haben auch den Aufwärtstrend seit 2011 wieder unterschritten. Das sind natürlich Warnsignale. Auch die Marke von 9.800 Punkten droht zu kippen. Also von daher gibt es Warnsignale. Auf der anderen Seite, solange die 200-Tage-Linie jetzt nicht unterschritten wird, die im Bereich von 9.400 Zählern verläuft, ist alles eigentlich noch in bester Ordnung. Und auch der übergeordnete ganz lange Aufwärtstrend ist natürlich weiter intakt. Also ja, man muss natürlich aufpassen, entsprechend auch seine Stoppkurse platzieren. Aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt in Panik verfallen oder gleich auf die Short-Seite wechseln müssen. So, da haben Sie schon das Stichwort gesagt, Stoppkurse, die sind ja da und dann können Sie auch immer wieder rauskommen, rechtzeitig, manchmal sogar mit Gewinn. Sie haben Leoni verkauft, das musste raus mit Gewinn oder wie ist das gelaufen? Ja, bei Leoni, die war ja recht gut gelaufen, ist in dem Bereich über 60 Euro gestiegen, aber da hat in diesem Bereich die Bullen die Kraft verlassen und wir haben jetzt auch einen Doppeltop bei der Aktie gesehen, die ist wieder nach unten abgeprallt. Mhm. Und im Zuge dieser Aufwärtsbewegung hatten wir den Stoppkurs auf Einstand auf 1,44 Euro nachgezogen. Und ja, da hat es eben heute oder jetzt am Mittwoch ist es passiert, dass wir da ausgestoppt wurden. Und ja, 0 für 0, außer Spesen nichts gewesen, ist zwar schade, aber ja, wir halten trotzdem an unseren Stoppkursen fest. Biotest haben Sie in der vergangenen Woche aufgenommen und bitter, da gibt es natürlich jetzt schon ein deutlicheres Minus. So ist das, wenn man eben halt kurz vor einer Korrektur noch einsteigt. Aber Sie bleiben bei Biotest, da ist der Stoppkurs noch längst nicht erreicht. Noch, ja, so weit ist er gar nicht entfernt. Wir hatten eben nach dem Kaufsignal mit dem Sprung über die 95-Euro-Marke auf einen Sprung auch über die 100-Euro-Marke spekuliert. Das ging auch im ersten Atemzug auf. Wir waren über diese psychologisch wichtigen Marke und dann kam uns jetzt eben die Korrektur dazwischen. Wir sind hier oben abgeprallt an der 100-Euro-Marke, was natürlich bedauerlich ist. Aber wenn man sich die Analystenschätzungen anschaut, die von 109 ja bis teilweise 140 Euro reichen für das Biotech-Unternehmen, das ist gut aufgestellt. Aber man kann halt eben solche kurzfristigen Rücksätze nie prognostizieren oder einkalkulieren. Deswegen sind wir jetzt noch hier entspannt. Wir haben zwar ein Minus von 10-11% jetzt im Schein, aber das ist jetzt noch nicht dramatisch. Und wir gehen davon aus, wenn jetzt der Markt natürlich wegkippen würde, dann schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber wir sind noch der Überzeugung, dass wir hier mit einem ganz guten Ergebnis herauskommen können. Warten wir es ab. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wir können noch mal schnell gucken
auf den Gesamtbestand des Depots. Da sehen wir, wie gesagt, die 11,6% Minus. Sie sind also wieder ein bisschen abgerutscht und sie sind ja schon seit Anfang des Jahres dabei. Und deswegen hat man natürlich schon mal so eine Korrekturphase Anfang des Jahres mitnehmen müssen. Aber wir wollen mal sehen, ob der DAX sich dann in den nächsten Tagen berappelt. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir schauen auf das zweite Depot, das Zertifikate-Depot von Daniel Saurens von Feingold Research, wie der aufgestellt ist. Da sehen wir, der hat noch ein Plus von 6,5%. Er ist auch später gestartet und er hat insgesamt in seinem Depot doch sehr viel mehr Produkte, die auf Seitwärtsbewegung setzen. Sehr viele Inliner mit oberen und unteren Grenzen. Und deswegen ist er auch von dieser Korrektur nicht so stark betroffen worden. Thomas Bergmann ist ja stärker auf Long-Positionen oft gehebelt und da wirkt sich das natürlich etwas stärker aus. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse. Da ist ja beim letzten Mal der Mid-Cap-ETF hineingekommen, was natürlich ein relativ ruhiges Produkt ist, weil es dann nicht gehebelt ist. So, da schauen wir uns noch das Ergebnis an. 6,5% stehen noch zu Buche, also immer noch ganz gut aufgestellt. Und in der nächsten Woche werden wir genauer schauen, ob er was aufgenommen hat oder wie er im Augenblick seine Situation beurteilt. Wie immer können Sie diese Sendung, meine Damen und Herren, auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Und wenn Sie uns schreiben wollen, tvzertifikate@drf.fm, da nehmen wir Ihre Anregungen gerne entgegen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.